ist da nicht gern dabei, wenn es draußen grünt und blüht. Zu Humor und Äppelwein laden wir sie gerne ein, heut nach Bürstadt hier im Ried. Bliebe noch der Schwarz zu nennen, der von Bürstadt nicht zu trennen, hier wird vieles schon erreicht. Von so manchem Sportgeschehen, da berichten die Trophäen, die man voller Stolz hier zeigt. Gleich in welchen Disziplinen, man sieht's an den frohen Mienen, dass der Einsatz sich gelohnt. Musste man in Trainingstagen auch so mancherlei entsagen, man hat sich hier nie geschont. Auch für Freizeit und Vergnügen lässt sich über viel verfügen, was den Körper stehlt und nützt. Ob man durch die Gegend reitet oder Hallensport bestreitet, ob man hier beim Tennis schwitzt. Nun ein Platz für kleine Tiere, man verzeiht mir die Satire, findet jeder allemal. Auch für Menschen gibt es Plätze, wo man nach des Alltags Hetze sich erholt, was ideal. Liebe noch das Glas zu heben auf die Leute, die hier leben und auch auf das Wohl der Stadt. Aus der Heu der Bock gesendet, womit dieses Liedchen endet, das sie froh besungen hat. Eine Fahrt in den Mai, wer ist da nicht gern dabei, wenn es draußen grünt und blüht? Zu Humor und Äpfelwein laden wir sie gerne ein, heut nach Bierstadt hier in Ried. Eine Fahrt in den Mai, wer ist da nicht gern dabei, wenn es draußen grünt und blüht? Zu Humor und Äpfelwein laden wir sie gerne ein, heut nach Bierstadt hier in Ried. Ja, ich wollte einem bei sich hier in die Mitte. Es hat nicht geklappt. Meine Damen und Herren in Bürstadt, liebe Zuschauer zu Hause, seien Sie gegrüßt. 175 Mal Blauer Bock. Haben wir gesagt, Ehre, wem Ehre gebührt. Gibt es nur eine Stadt, wo wir hingehen? Nach Bürstadt. Ist das was? Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, wir haben Schauspielerinnen eingeladen, um eine Damenwahl hier zu veranstalten. Eine Damenwahl, die die Literatur betrifft und die Bühne und das Theater. Bekannte Figuren aus der Literatur, die Sie alle kennen, und vom Theater werden singend hier in einer Damenwahl vorgestellt. Hier sind sie, Damenwahl! Applaus, literarisch und dramatisch, von uns Vieren programmatisch, ruh ich eine Dame aus. Ja, wir sind vier Damen, die aus Büchern und aus Dramen Ihnen allen gut bekannt. Sie begegnen uns tagtäglich, oft war unser Schicksal kläglich. Ich werd Effi Briest genannt. Dann kam Lessing, dessen Ziel war, mich der einst als die Emilia der Galottis aufzuführen. Tötet mich der eigene Vater immer wieder im Theater. So etwas muss wiederholen. Damenwahl, Damenwahl, heute hier in dem Lokal. Suchen Sie sich mit Applaus, literarisch und dramatisch, von uns Vieren programmatisch, ruh ich eine Dame aus. Von Karl Zuckmeier geschrieben, kennt man mich nicht übertrieben, ich bin Katharina Knie und ich tanze schon seit Jahren, bühnenmäßig sehr erfahren, gerne auf dem Seil für Sie. Bliebe mich noch vorzustellen, dank Herrn Ibsen und laut Quellen nennt man Hedda Gabler mich.
Ich muss vor dem Vorhang schließen, jeden Abend mich erschießen. Nun, das weiß man sicherlich. Damenwahl, Damenwahl, heute hier in dem Lokal suchen Sie sich mit Applaus literarisch und dramatisch von uns Vieren programmatisch ruhig eine Dame aus. Unser Schicksal zwar erdichtet und von dem Autor berichtet, hat sie ganz bestimmt bewegt. Ob im Film, ob auf der Bühne, machen wir stets gute Miene, spielplanmäßig sehr gepflegt. Wollen Sie uns mal besuchen, müssen Sie nur Karten buchen, meine Damen, meine Herren. Und indem wir uns empfehlen, gilt es für Sie auszuwählen. Wir empfangen Sie sehr gern. Damenwahl, Damenwahl, heute hier in dem Lokal. Suchen Sie sich mit Applaus, literarisch und dramatisch, von uns Vieren programmatisch, ruhig eine Dame aus. Ja, dass ich das Schöne hier zu sehen bekommen habe, verdanke ich unserem 175. Blauen Bock. Da hat man gesagt, da darf ich mal so etwas machen. Ich begrüße als Effi Briest Diana Körner. Auf das Herzlichste bei uns, meine Damen und Herren. Als Katharina Knie Gundi Grant. Als Hedda Gabler Franziska Bronnen. Und als Emilia Galotti Edeltraut Elsner. Na? Ja. So. Ich darf die Bembel einmal überreichen. Viele Grüße ans Töchterchen. Halt, jetzt haben wir was runtergeworfen. Das Bändchen, das wollen wir doch nicht liegen lassen. Ich bin froh, dass ich mit dem ganzen eingebauten Mikrofon wieder hochgekommen bin. Beim Theater gibt es natürlich einen großen Applaus und Vorhänge. Ich habe eine Bekannte, die ja. Vorhänge haben wir nicht, aber das ist ihr Applaus. Danke. Vielen herzlichen Dank. Ja. Meine Damen und Herren, ich wollte im Blauen Bock mal ein Couplet singen. Ich habe einen Text geschrieben, Franz Krode war so liebenswürdig und hat diesen Text in mühseliger Kleinarbeit abermals vertont. Nun habe ich amerikanisches Fernsehen mir mal angesehen, direkt in Amerika. Und wenn in Amerika einer singt, dann setzt er sich erstens mal auf den Barhocker und noch nicht zur Ruhe. Das macht immer einen guten Eindruck. Dann habe ich Dean Martin gesehen. Der hat noch getrunken, was Frank Sinatra übrig ließ. Der hat immer ein Glas Whisky in der Hand und eine Zigarette. Das macht auch einen guten Eindruck. So, mal sehen, ob ich es so hinkriege. Und dann, ich brauche eine Brille dazu. Sie werden gleich sehen, wieso. Und dann hat man noch eine Zeitung dabei, um das ganz klischee zu machen. In der Zeitung liest man nicht, sondern da ist der Text drin, damit man weiß genau, wo man ist und nicht hängen bleibt. Also so ist das in Amerika, um es Ihnen mal vorzumachen. Und nun möchte ich Ihnen ein Couplet bringen. Es heißt, man muss man nachgucken, ja, so heißt es, man muss auf alles vorbereitet sein. Das Leben, nun, jetzt sind wir doch mal ehrlich, ist heute nicht einfach, nein, es ist gefährlich. Es kracht und knallt und das sehr oft an allen Ecken. Schlägt man die Zeitung auf, so liest man das mit Schrecken. Vom Frieden, nun, da wird zwar Tag für Tag gequasselt, die Botschaft hört man wohl, doch auch der Sessel rasselt. Und bums, da haut man sich auch schon die Köpfe ein, man muss auf alles vorbereitet sein. Die Konjunktur steigt heute nicht mehr so kräftig. Der Abwärtstrend, so hört man, wäre heftig. Wenn das so weitergeht, man muss sich nur gedulden, dann ist das Einzige, was man noch hat, ihr Schulden. Das könnte unsere Wirtschaft auch was Gutes bringen.
denn wer nichts hat, den kann man nicht zum Zahlen zwingen. Und das Finanzamt nun stellt die Arbeit ein. Man muss auf alles vorbereitet sein. Die Söhne Nippons, ja, die produzieren, was wir im Lande fleißig konsumieren. Ob Kamera, ob Rechner, Uhr, auf alle Fälle. Ob Elektronik, Video, sie sind zur Stelle. Auch ihre Autos sind beliebt, das merkt man täglich. Sie stellen alles her, was heutzutage möglich. Demnächst, da gibt es noch aus Japan Äppelwein. Man muss auf alles vorbereitet sein. Zu uns, da kommen viele Gastarbeiter. Denn ohne sie, da kämen wir nicht weiter. Aus allen Ländern strömen sie hierher in Scharen. Und das wird weitergehen so in den nächsten Jahren. Wird dann die Arbeit knapp bei uns, man will's nicht hoffen. Dann sind für uns nur noch im Ausland Stellen offen. Wir gehen zum Bosporus, denn dort stellt man uns ein. Man muss auf alles vorbereitet sein. Das Öl ist teuer, wie wir alle wissen. Drum spart man hier bei uns und das beflissen. Denn der Verbrauch, er sinkt, was wirklich sehr erfreulich. Was daraus werden kann, so dachte ich mir neulich. Wenn wir im Lande immer kräftig weiter sparen, ganz wenig heizen, wenig mit dem Auto fahren, dann sitzen alle scheißlaut heulend im Bahrain. Man muss auf alles vorbereitet sein. Man baut ein Haus und das ist meist sehr teuer. Die Zinsen steigen und das Ungeheuer. Noch eh das Häuschen hier bei manchem heute fertig, ist schon der Kuckuck und die Pleite gegenwärtig. Wer dann das Resultat des Fleißes noch gefändet, womit der Traum vom Eigenheim ganz plötzlich endet, dann zieht der Hausbesitzer als Besetzer ein. Man muss auf alles vorbereitet sein. Das End vom Lied, nun das weiß von uns keiner. Ein großer Mann nicht und auch nicht ein kleiner. Was uns die Zukunft alles bringt, vielleicht schon morgen. Ob uns das Glück auf einmal winkt oder nur Sorgen. Auch ich weiß nicht, ob dies Couplet, das ich gesungen, bei Ihnen Anklang fand oder ob es misslungen. Vielleicht ist der Applaus jetzt groß, vielleicht auch klein. Ich muss auf alles vorbereitet sein. Ich muss auf alles vorbereitet sein, ja. Meister, ich danke Ihnen sehr. Ja. Reisezeit. Wir haben 5 Kollegen eingeladen, Kolleginnen und Kollegen vom Schlager, von der Bühne, die Sie alle gut kennen. Und Sie stammen aus Ländern, die Sie vielleicht in diesem Jahr besuchen im Urlaub. Sie werben ein bisschen und sagen, eine wunderschöne Urlaubszeit. Eine wunderschöne Urlaubszeit und dazu viel Sonnenschein, Wind und Wellen, gutes Essen, mal den Alltag ganz vergessen, dazu laden wir Sie ein. Wir 5 stammen aus den Ländern, die man heute gern besucht. Vielleicht ist Ihre Reise nach Italien schon gebucht. Lieben Sie jedoch den Norden, wo die Luft noch rein und klar. Nun, wie wäre es dann mit Schweden für die Ferien dieses Jahr? Eine wunderschöne Urlaubszeit und dazu viel Sonnenschein. Wind und Wellen, gutes Essen, mal den Alltag ganz vergessen. Dazu laden wir Sie ein. Österreich lässt sie schön grüßen, heut durch mich als Reiseland.
Wenn Sie sich dafür entschließen, sag ich jetzt schon, küss die Hand. Zieht es Sie jedoch nach Spanien, ja dann rufe ich ihm nu allen Gästen aus Germanien fröhlich Buenos Dias zu. Eine wunderschöne Urlaubszeit und dazu viel Sonnenschein. Wind und Wellen, gutes Essen, mal den Alltag ganz vergessen. Dazu laden wir Sie ein. Wie wäre es mit Jugoslawien? Ein Besuch, der zahlt sich aus. Lassen Sie sich von mir raten, denn ich bin ja da zu Haus. Ganz egal, wohin Sie reisen, hier auf dieser schönen Welt. Auch wenn Sie zu Hause bleiben, sei von uns festgestellt. Eine wunderschöne Urlaubszeit und dazu viel Sonnenschein. Wind und Wellen, gutes Essen, mal den Alltag ganz vergessen. Dazu laden wir Sie ein. Eine wunderschöne Urlaubszeit und dazu viel Sonnenschein. Wind und Wellen, mal den Alltag ganz vergessen, wünschen wir heut groß und klein, wünschen wir heut groß und klein. Ja, komm zu mir. Für sein Heimatland Jugoslawien hat geworben Bata Ilic, meine Damen und Herren. Wann ist die beste Zeit, Bata? Wann fährt man am besten nach Jugoslawien? Ich würde fahren gerne so Ende Mai, Anfang Juni. Das ist die schönste Zeit. Es ist nicht zu heiß. Es gibt auch nicht zu viele Urlaube um die Zeit. Da kann man im Mai schon schwimmen? Man kann im Mai schön schwimmen. Es ist warm genug, dass man sonnen kann, schwimmen kann. Es ist eigentlich die schönste Zeit. Die schönste Zeit. Ja. Was muss man an jugoslawischen Sprachkenntnissen, was muss man sagen können, was wäre vielleicht ein Tipp, das Wichtigste, wenn man da hinkommt? Das Wichtigste ist eben die normale Worte, guten Tag, Dankeschön und so weiter. Ja, wie heißt? Natürlich, dobar dan, hvala lepo. Aha. Oder zu fragen, zum Beispiel, was kostet was, um Missverständnisse zu vermeiden. Das ist wichtig, was kostet was. Ja, das sagen Sie mal, meine Frau schaut zu. Also das ist, dass man fragt, was kostet was. Ja. Richtig, ja, das ist sehr wichtig. Koliko košta. Und was heißt das, ist zu teuer? Muss man ja auch schulische Skupo. Ah ja, schulische Skupo. Hast du gehört, Mutti? Schulische Skupo. Ja, war nicht so gut gewesen, gell? Was macht der Bata Ilic jetzt? Neue Platte? Ja? Ja, gerade neue Platte, die heißt Auf der Welt ist niemand ganz allein. Und, nee, das kann man im Urlaub sagen. Ja, das. In Urlaub ist man nie alleine. Und, nein. Es ist auch richtig so. Ja. Und, ich hoffe, wir haben Ihnen ein bisschen Appetit nach Jugoslawien gemacht. Wenn Sie nach Schweden fahren, Bibi Jones begrüße ich, meine Damen und Herren. Ja, Antonia, sie hat einen berühmten Bruder. Es ist die Schwester von Roberto Blanco, die singt, meine Damen und Herren. Ja, da müssen Sie mal Schwesterlein kennenlernen. Wie ist das? Leidet man ein bisschen unter einem berühmten Bruder? Ich bin sehr glücklich, ja, mit Roberto verwandt zu sein, aber es ist eine Verpflichtung, denn wenn ich auftrete, ja, dann guckt man mich an, man sagt dann, mal sehen, was ja sie macht. Nicht? Er hat also, ja auch mal angefangen, ich darf Ihnen sagen, ich habe 1957 auf der Funkausstellung in Frankfurt, die wir vorhin angesprochen haben, ihn das erste Mal, seinen ersten Auftritt, den hat er beim Hessischen Rundfunk gehabt, angesagt. Da kam er noch so und so ganz. Spanien, was sagt man da? Ole. Ole, ja. Ich habe einen Satz auf Spanisch, ich habe immer hart gekochte Eier gekriegt, den habe ich gelernt. Dos huevos, pasado con agua, tres minutos, por favor. In Österreich war ich befreit. Peter Fröhlich, vorgestern noch in Dalli Dalli mit Dagmar Koller Sieger. Herzlichen Glückwunsch. Nach dem goldenen Rosenthaler gibt es heute den blauen Einschenkel. Habt ihr großartig gemacht. Danke, das ist lieb. Wie sieht es aus, Österreich? Österreich braucht man nur ein Wort wissen, Prost. Das Prost. Genügt. Und Servus? Ja, küsst die Hand. Herr Doktor? Ja, Professor? Ja, was ist das mit Doktor und Professor? Die sagen doch zu jedem. Ist, also, ja. Zu mir hat auch schon mal einer Herr Professor gesagt. Ja. Oh, dann hast du mindestens 50 Schilling Trinkgeld gegeben. Nein, ich habe noch gar nichts gegeben. Ich habe gesagt, warum sagen Sie immer Herr Professor zu mir? Ich sagte, wir sagen zu jedem Depp. Also ich meine, also, scheinbar hat er mich verkannt. Also, ab 100 Schilling bist du Hofrat. Hofrat? Ja.
Und ab 200 Schilling glauben sie gar nicht, dass du so viel gegeben hast. Das ist wahr. Ja, ja, wie sieht's aus? Was machst du? Wo fährst du in Urlaub hin? Wenn es so heiß bleibt, zu Hause. Zu Hause? Ja, Antonia? Ja. Nach Ostasien. Das ist aber weit. Vittorio? Nach Griechenland. Nach Griechenland? Österreich? Österreich, ja. Ja, dann muss ich nach Schweden. Ja, gut, dann fahr nach Schweden. Ich bleibe zu Hause in München. Zu Hause. Ja, das sind Bewusste, die die Außenhandelsbilanz ein bisschen bei uns strecken wollen. Denken Sie darüber nach. Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen schönen Urlaub, gutes Wetter. Ich habe das jetzt auch erlebt. Ich war im Urlaub, also ich war der Schirmherr der Veranstaltung. Wir hatten von 18 Tagen auf einer sonnigen Insel bald 16 Tage Regen gehabt. Aber es war trotzdem sehr schön. Man kann sich auch, da ich ja drüben sitzen, Bekannte von mir, die mit waren. Ich werde die Insel nicht verraten. Das ist keine Bräune, das ist Rost, Freunde. Das darf ich auch mal sagen. Und nun einen schönen Applaus und Dankeschön geht nach drüben. Da steht noch was zum Trinken. Vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Sie haben als Publikum es mir leicht gemacht, für Sie die Sendungen zu gestalten, dass wir heute zum 175. Blauen Bock gekommen sind. Der nächste Blaue Bock kommt nach der Sommerpause am 19. September zu Ihnen aus Korbach. Und nun bereiten wir uns vor auf unser Finale. Ich freue mich direkt drauf auf das Finale, weil wir es auch etwas urlaubsmäßig angelegt haben. Wir haben gesagt, vielleicht irgendwelche Länder, die Sie... Herr Martin. Guten Tag, Herr Schenk. Ist das wahr? Ja, wenn ich schon mal da bin, nicht. Sie helfen mir... Nö, ist das... Sie helfen mir in den... Also, bei der Hitze, vielen Dank. Also, ich möchte sagen, das ist aber... Nein, also, ich finde das... Find das großartig. Regen's draußen, weil Sie einen Schirm dabei haben. So, vielen Dank. Also, Herr Martin, ich bin ehrlich etwas ergriffen, weil ich habe nicht damit... Nein, ich habe nicht damit gerechnet, aber... Darf ich Ihnen auch etwas privat sagen? Ich habe Sie oft bei Herrn Kuhlenkampf gesehen. Und irgendwie, wenn Sie den Mantel gebracht haben, das war vornehmer, eleganter, distinguierter. Ja, Herr Kuhlenkampf hat ja auch immer einen besseren Mantel an, Herr Schenk. So geht's nicht, so geht's nicht. Bitte. Jetzt werde ich mal was umgekehrt machen. Martin, jetzt werde ich einmal... Habt ihr schon einmal einer in den Mandel reingeholt? Nein, nein. Jetzt werden Sie es erleben. Ein Butler. Hier kriegst du auch den Schal, damit du siehst, wie warm es ist. Und, muss das sein? Das muss sein, das muss sein. Die Handschuhe... hier, bitte. Herr Martin, jetzt helfe ich Ihnen einmal. Voilà, Olli, bitte. Ne? Der andere Arm auch noch, wenn es geht. Ist das großartig, Herr Martin. Sehen Sie, Herr Schenk. Selbst dieser Mantel wirkt noch bis zu einem gewissen Grade elegant. Es kommt eben nur darauf an, wer ihn anhat. Meine Damen und Herren, mir bleibt nur eins zu sagen, wir wollen Länder besingen. Hier ist unser Länderfinale. Auf geht's! Mexico, Mexico, Land der ewigen Sonne, dein Himmel strahlt so blau über der grünen Au, wo in die Schau. Mexico, Mexico, du meine ganze Wonne, wer deine Frauen gesehen, wird mich sogleich verstehen, du bist so schön. Mexico, 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 Mexico. Ich bin so.
In lauer Frühlingsnacht hab ich der Liebe Macht erkannt. Ich bin in Amerika, sehr viel mehr wie in Amerika, ich bin in Amerika, das ist die von Amerika. Jeder ist von Amerika, hat einen Ton in Amerika, Leute sind meist in Amerika, das ist die von Amerika. Buenos Dias, Argentina, guten Tag, du fremdes Land. Buenos Dias, Argentina, komm, wir reichen uns die Hand. Buenos Dias, Argentina, so heißt meine Melodie. Und sie soll uns zwei verbinden mit dem Band der Harmonie. Wenn auf Kumpel der Rosen sind der Gott teuer sein Lied, sind von blauen südlichen Nächten, wo die Liebe heimlich erglüht. Volle Sehnsucht singt die Gitarre und das Meer auch leise dazu. Und mit seinen zärtlichen Tönen raut er der Tönen bald ihre Ruhe. Komm, komm in den Garten, komm, schön ist die Nacht, komm, lass mich nicht warten, komm, schön ist die Nacht. Barbara, Barbara, komm mit uns nach Afrika, wo die kleinen Negerlein noch tanzen. Damenwahl! Vieren programmatisch, wo ich eine Dame aus. Ja, wir vier, wir sind vier Damen, die aus Büchern und aus Dramen Ihnen allen gut bekannt. Sie begegnen uns tagtäglich, oft war unser Schicksal kläglich. Ich werd Effi Briest genannt. Dann kam Lessing, dessen Ziel war, mich der einst als die Emilia der Galottis aufzuführen. Tötet mich der eigene Vater immer wieder im Theater. So etwas muss wiederholen. Damenwahl, Damenwahl, heute hier in dem Lokal. Suchen Sie sich mit Applaus, literarisch und dramatisch, von uns vieren programmatisch, ruh ich eine Dame aus. Von Karl Zuckmeier geschrieben, kennt man mich nicht übertrieben. Ich bin Katharina Knie und ich tanze schon seit Jahren, bühnenmäßig sehr erfahren, gerne auf dem Seil für Sie. Bliebe mich noch vorzustellen,
dank Herrn Ibsen und laut Quellen nennt man Hedda Gabler mich. Ich muss vor dem Vorhang schließen, jeden Abend mich erschießen. Nun, das weiß man sicherlich. Damenwahl, Damenwahl, heute hier in dem Lokal suchen Sie sich mit Applaus literarisch und dramatisch von uns Vieren programmatisch ruhig eine Dame aus. Unser Schicksal zwar erdichtet und von dem Autor berichtet, hat sie ganz bestimmt bewegt. Ob im Film, ob auf der Bühne, machen wir stets gute Miene, spielplanmäßig sehr gepflegt. Wollen Sie uns mal besuchen, müssen Sie nur Karten buchen, meine Damen, meine Herren. Und indem wir uns empfehlen, gilt es für Sie. Herr Martin, ich bin ehrlich etwas ergriffen, weil ich habe nicht damit gerechnet. Aber darf ich Ihnen auch etwas privat sagen? Ich habe Sie oft bei Herrn Kuhlenkampf gesehen. Und irgendwie, wenn Sie den Mantel gebracht haben, das war vornehmer, eleganter, distinguierter. Ja, Herr Kuhlenkampf hat ja auch immer einen besseren Mantel an, Herr Schenk. So geht's nicht. Bitte. Jetzt werde ich mal was umgekehrt machen. Martin, jetzt werde ich einmal. Habt ihr schon einmal einer in den Mantel reingeholt? Nein. Jetzt werden Sie es erleben. Ein Butler. Hier kriegst du auch einen Schal, damit du siehst, wie warm es ist. Und, muss das sein? Das muss sein. Die Handschuhe. Hier, bitte. Herr Martin, jetzt helfe ich Ihnen einmal. Voilà. Olli, bitte. Ne? Der andere Arm auch noch, wenn es geht. Ist das großartig, Herr Martin. Sehen Sie, Herr Schenk, selbst dieser Mantel wirkt noch bis zu einem gewissen Grade elegant. Es kommt eben nur darauf an, wer ihn anhat. Meine Damen und Herren, mir bleibt nur eins zu sagen. Wir wollen Länder besingen. Hier ist unser Länderfinale. Auf geht's! Mexiko, Mexiko, Land der ewigen Sonne. Dein Himmel strahlt so blau über der grünen Au, wo in die Schau. Mexiko, Mexiko, du meine ganze Wonne. Wer deine Frauen gesehen, wird mich sogleich verstehen, du bist so schön. Mexiko, 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 Mexiko. Sport geschehen, da berichten die Trophäen, die man voller Stolz hier zeigt. Gleich in welchen Disziplinen, man sieht's an den frohen Mienen, dass der Einsatz sich gelohnt. Musste man in Trainingstagen auch so mancherlei entsagen, man hat sich hier nie geschont. Auch für Freizeit und Vergnügen lässt sich über viel verfügen, was den Körper stiehlt und nützt. Ob man durch die Gegend reitet oder Hallensport bestreitet, ob man hier beim Tennis schwitzt. Nun ein Platz für kleine Tiere, man verzeiht mir die Satire, findet jeder allemal. Auch
für Menschen gibt es Plätze, wo man nach des Alltags Hetze sich erholt, was ideal. Liebe noch das Glas zu heben auf die Leute, die hier leben und auch auf das Wohl der Stadt. Aus der Heu der Bock gesendet, womit dieses Liedchen endet, das sie froh besungen hat. Eine Fahrt in den Mai, wer ist da nicht gern dabei, wenn es draußen grünt und blüht? Zu Humor und Äpfelwein laden wir sie gerne ein, heute nach Bierstadt hier im Ried. Eine Fahrt in den Mai, wer ist da nicht gern dabei, wenn es draußen grünt und blüht? Zu Humor und Äpfelwein laden wir sie gerne ein, heute nach Bierstadt. Ich wollte einen bei sich hier in die Mitte. Es hat nicht geklappt. Meine Damen und Herren in Bürstadt, liebe Zuschauer zu Hause, seien Sie gegrüßt. 175 Mal Blauer Bock haben wir gesagt, Ehre, wem Ehre gebührt, gibt es nur eine Stadt, wo wir hingehen, nach Bürstadt. Ist das was? Ja, ja, das war's. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, wir haben Schauspielerinnen eingeladen, um eine Damenwahl hier zu veranstalten. Eine Damenwahl, die die Literatur betrifft und die Bühne und das Theater. Bekannte Figuren aus der Literatur, die Sie alle kennen, und vom Theater werden singend hier in einer Damenwahl vorgestellt. Hier sind sie, Damenwahl! Damenwahl, Damenwahl, heute hier in dem Lokal. Suchen Sie sich mit Applaus, mit Schweden für die Ferien dieses Jahr. Eine wunderschöne Urlaubszeit und dazu viel Sonnenschein. Wind und Wellen, gutes Essen, mal den Alltag ganz vergessen. Dazu laden wir Sie ein. Österreich lässt Sie schön grüßen, heute durch mich als Reiseland. Wenn Sie sich dafür entschließen, sag ich jetzt schon, küss die Hand. Zieht es Sie jedoch nach Spanien, ja dann rufe ich im Nu allen Gästen aus Germanien fröhlich Buenos Dias zu. Eine wunderschöne Urlaubszeit und dazu viel Sonnenschein. Wind und Wellen, gutes Essen, mal den Alltag ganz vergessen, dazu laden wir Sie ein. Wie wäre es mit Jugoslawien? Ein Besuch, der zahlt sich aus. Lassen Sie sich von mir raten, denn ich bin ja da zu Haus. Ganz egal, wohin Sie reisen, hier auf dieser schönen Welt, auch wenn Sie zu Hause bleiben, sei von uns festgestellt. Eine wunderschöne Urlaubszeit und dazu viel Sonnenschein. Wind und Wellen, gutes Essen, mal den Alltag ganz vergessen, dazu laden wir Sie ein. Eine wunderschöne Urlaubszeit und dazu viel Sonnenschein. Wind und Wellen, gutes Essen, mal den Alltag ganz vergessen, wünschen wir heute groß und Für sein Heimatland Jugoslawien hat geworben Bata Ilic, meine Damen und Herren. Wann ist die beste Zeit, Bata? Wann fährt man am besten nach Jugoslawien? Ich würde fahren gerne so Ende Mai, Anfang Juni. Das ist die schönste Zeit, es ist nicht zu heiß, es gibt auch nicht zu viele Urlaube um die Zeit. Da kann man im Mai schon schwimmen? Man kann im Mai schön schwimmen, es ist warm genug, dass man sonnen kann, schwimmen kann. Es ist eigentlich die schönste Zeit. Die schönste Zeit? Ja.
Was muss man denn an jugoslawischen Sprachkenntnissen, was muss man sagen können? Was wäre vielleicht ein Tipp, das Wichtigste, wenn man da hinkommt? Das Wichtigste ist eben die normale Worte, guten Tag, Dankeschön und so weiter. Ja, wie heißt? Natürlich, dobar dan, hvala lepo. Aha. Oder zu fragen zum Beispiel, was kostet was, um Missverständnis. Sich aus, lassen Sie sich von mir raten, denn ich bin ja da zu Haus. Ganz egal, wohin Sie reisen, hier auf dieser schönen Welt, auch wenn Sie zu Hause bleiben, sei von uns festgestellt. Eine wunderschöne Urlaubszeit und dazu viel Sonnenschein. Wind und Wellen, gutes Essen, mal den Alltag ganz vergessen. Dazu laden wir Sie ein. Eine wunderschöne Urlaubszeit und dazu viel Sonnenschein. Wind und Wellen, gutes Essen, mal den Alltag ganz vergessen. Wünschen wir heute groß und für sein Heimatland Jugoslawien hat geworben Bata Ilic, meine Damen und Herren. Wann ist die beste Zeit, Bata? Wann fährt man am besten nach Jugoslawien? Ich würde fahren gerne so Ende Mai, Anfang Juni. Das ist die schönste Zeit. Es ist nicht zu heiß. Es gibt auch nicht zu viele Urlaube um die Zeit. Da kann man im Mai schon schwimmen? Man kann im Mai schön schwimmen. Es ist warm genug, dass man sonnen kann, schwimmen kann. Es ist eigentlich die schönste Zeit. Die schönste Zeit. Ja. Was muss man denn an jugoslawischen Sprachkenntnissen, was muss man sagen können? Was wäre vielleicht ein Tipp, das Wichtigste, wenn man da hinkommt? Das Wichtigste ist eben die normale Worte, guten Tag, Dankeschön und so weiter. Ja, wie heißt? Natürlich, dobar dan, hvala lepo. Aha. Oder zu fragen zum Beispiel, was kostet was, um Missverständnisse zu. Das ist wichtig, was vermeiden. Kostet was? Ja, das sagen Sie mal, meine Frau schaut zu. Also das ist, dass man fragt, was kostet was? Ja. Richtig, ja, das ist sehr wichtig. Koliko košta. Und was heißt, es ist zu teuer? Muss man ja auch schulische Skupo. Ah ja, schulische Skupo. Hast du gehört? Mutti, schulische Skupo. Ja, war nicht so gut gewesen, gell? Was macht der Bata Ilic jetzt? Neue Platte? Ja? Ja, gerade neue Platte, die heißt Auf der Welt ist niemand ganz allein. Und, nee, das kann man im Urlaub sagen. Ja, das. In Urlaub ist man nie alleine und es ist auch richtig so. Ja. Und, ich hoffe, wir haben Ihnen ein bisschen Appetit nach Jugoslawien gemacht. Wenn Sie nach Schweden fahren, Bibi Jones begrüße ich, meine Damen und Herren. Antonia, sie hat einen berühmten Bruder, ist die Schwester von Roberto Blanco, die singt, meine Damen und Herren. Ja, da müssen wir mal Schwesterlein kennenlernen. Wie ist das? Leidet man ein bisschen unter einem berühmten Bruder? Nein, ich bin sehr glücklich. Ja, schließt, er hat immer ein Glas Whisky in der Hand und eine Zigarette, das macht auch einen guten Eindruck. So, mal sehen, ob ich es so hinkriege. Und dann, ich brauche eine Brille dazu, Sie werden gleich sehen, wieso. Und dann hat man noch eine Zeitung dabei, um das ganz Klischee zu machen. In der Zeitung liest man nicht, sondern da ist der Text drin, damit man weiß genau, wo man ist und nicht hängen bleibt. Also so ist das in Amerika, um es immer vorzumachen. Und nun möchte ich Ihnen ein Couplet bringen. Es heißt, man muss man nachgucken, ja, so heißt es, man muss auf alles vorbereitet sein. Das Leben, nun, jetzt sind wir doch mal ehrlich, ist heute nicht einfach, nein, es ist gefährlich. Es kracht und knallt und das sehr oft an allen Ecken. Schlägt man die Zeitung auf, so liest man das mit Schrecken. Vom Frieden nun, da wird zwar Tag für Tag gequasselt, die Botschaft hört man wohl, doch auch der Sessel rasselt. Und bums, da haut man sich auch schon die Köpfe ein. Man muss auf alles vorbereitet sein. Die Konjunktur steigt heute nicht mehr so kräftig. Der Abwärtstrend, so hört man, wäre heftig. Wenn das so weitergeht, man muss sich nur gedulden. Dann ist das Einzige, was man noch hat, ihr Schulden. Das könnte unsere Wirtschaft auch was Gutes bringen.
denn wer nichts hat, den kann man nicht zum Zahlen zwingen. Und das Finanzamt nun stellt die Arbeit ein. Man muss auf alles vorbereitet sein. Die Söhne Nippons, ja, die produzieren, was wir im Lande fleißig konsumieren. Ob Kamera, ob Rechner, Uhr, auf alle Fälle. Ob Elektronik, Video, sie sind zur Stelle. Auch ihre Autos sind beliebt, das merkt man täglich. Sie stellen alles her, was heutzutage möglich. Demnächst, da gibt es noch aus Japan Äppelwein. Man muss auf alles vorbereitet sein. Zu uns, da kommen viele Gastarbeiter. Denn ohne sie, da kämen wir nicht weiter. Aus allen Ländern strömen sie hierher in Scharen. Und das wird weitergehen so in den nächsten Jahren. Wird dann die Arbeit knapp bei uns, man will's nicht hoffen, dann sind für uns nur noch im Ausland Stellen offen. Wir gehen zum Bosporus, denn dort stellt man uns ein. Man muss auf alles vorbereiten. Draußen grün und blüht. Zu Humor und Äppelwein laden wir sie gerne ein. Heute nach Bierstadt hier in Ried. Eine Fahrt in den Mai, wer ist da nicht gern dabei, wenn es draußen grün und blüht. Zu Humor und Äppelwein laden wir sie gerne ein. Heute nach Bierstadt hier in Ried. Ja, ich wollte einem bei sich hier in die Mitte. Es hat nicht geklappt. Meine Damen und Herren in Bürstadt, liebe Zuschauer zu Hause, seien Sie gegrüßt. 175 Mal Blauer Bock haben wir gesagt, Ehre, wem Ehre gebührt, gibt es nur eine Stadt, wo wir hingehen, nach Bürstadt. Ist das was? Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, wir haben Schauspielerinnen eingeladen, um eine Damenwahl hier zu veranstalten. Eine Damenwahl, die die Literatur betrifft und die Bühne und das Theater. Bekannte Figuren aus der Literatur, die Sie alle kennen, und vom Theater werden singend hier in einer Damenwahl vorgestellt. Hier sind sie, Damenwahl! Applaus, literarisch und dramatisch, von uns vieren programmatisch, ruhig eine Dame aus. Ja, wir vier, wir sind vier Damen, die aus Büchern und aus Dramen Ihnen allen gut bekannt. Sie begegnen uns tagtäglich, oft war unser Schicksal kläglich. Ich werd Effi Briest genannt. Dann kam Lessing, dessen Ziel war, mich der einst als die Emilia der Galottis aufzuführen. Tötet mich der eigene Vater immer wieder im Theater. So etwas muss wiederholen. Damenwahl, Damenwahl, heute hier in dem Lokal. Suchen Sie sich mit Applaus, literarisch und dramatisch, von uns vieren programmatisch, ruhig eine Dame aus. Von Karl Zuckmeier geschrieben, kennt man mich nicht übertrieben.